Ich begrüße Sie zur Pressekonferenz anlässlich der Gremiensitzungen und des gestrigen Wahlabends im Saarland mit der SPD-Vorsitzenden Saskia Esken und der stellvertretenden SPD-Vorsitzenden Anke Rehlinger. Saskia Esken beginnt, dann kommt Anke Rehlinger und danach ist Zeit für Ihre Fragen. Danke. Ja, ganz herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz an diesem wunderbaren Freudentag. Sie sehen eine strahlende SPD-Parteivorsitzende und Sie sehen eine strahlende Wahlsiegerin. Anke Rehlinger hat im Saarland die Wahl gewonnen. Nicht nur die Wahl gewonnen, sie hat die absolute Mehrheit geholt. Wir sind begeistert von deinem Wahlsieg. Herzlichen Glückwunsch, liebe Anke. Ja, dieser Wahlsieg, diese absolute Mehrheit, das ist der Sieg von Anke Rehlinger und der Saar-SPD. Wir sind wirklich stolz auf eure Leistung und das Vertrauen, das ihr im Saarland gewonnen habt. Der Grundstein für diesen Erfolg wurde natürlich von Anke Rehlinger und von der Saar-SPD in den letzten Jahren durch herausragende Arbeit gelegt. Anke Rehlinger wird diese Leistung als Ministerpräsidentin mit den zum größten Teil neuen Mitgliedern der SPD-Fraktion im dortigen Landtag zum Wohle des Saarlands erfolgreich fortsetzen und mit ziemlich vielen neuen Ministerinnen und Ministern. Die SPD hat mit Anke Rehlinger eine Spitzenkandidatin aufgestellt, die hohes Vertrauen, die hohe Glaubwürdigkeit besitzt und die der Kompetenz für die Zukunftsthemen zugeschrieben werden. Und die besitzt sie auch. Wir haben sie in den letzten Wochen und Monaten bereits in den letzten Jahren ja dazu auch umfangreich kommunizieren sehen und arbeiten sehen. Die Zukunftsthemen eben der Transformation in der Industriegesellschaft, die gerade im Saarland so eine besondere Rolle spielen. Anders als andere Parteien konnten wir von Berlin aus mit Rückenwind dienen. Die gesamte SPD-Familie aus Bund und Ländern war im Wahlkampf unterwegs und hat die Saar-SPD unterstützt. Wir haben bei unseren Besuchen im Wahlkampf eine wirklich beflügelte und zu Recht selbstbewusste Saar-SPD erlebt. Wir in der SPD stehen zusammen. Das unterscheidet uns in diesen Tagen von unserer Konkurrenz, die in den Wahlkämpfen die Wahlkämpfenden auch alleine gelassen hat. Wir haben vor etwas mehr als 2 Jahren damit begonnen, die SPD neu aufzustellen. Die Erfolge 2021 und jetzt 2022 geben uns wirklich viel Zuversicht auf unserem Weg. Wir schreiben diese Geschichte erfolgreich fort. Das gibt uns Rückenwind für die anstehenden Landtagswahlen in 6 Wochen in Schleswig-Holstein, in 7 Wochen in Nordrhein-Westfalen, die wir genauso geschlossen und entschlossen und motiviert führen werden. Mit der heutigen Landtagswahl wird die SPD künftig 8 von 16 Landesregierungen anführen. Keine andere Partei ist in Deutschland so stark verankert wie die SPD. Und mit Anke Rehlinger wird es künftig 4 Ministerpräsidentinnen geben. Und alle 4 Länderchefinnen sind Sozialdemokratinnen. Und jetzt will ich sehr gerne einer künftigen Ministerpräsidentin das Wort übergeben. Ja, ganz herzlichen Dank, liebe Saskia, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen heute Morgen hier in Berlin. Ich bin sehr gerne nach Berlin gekommen heute Morgen, wie man sich vielleicht vorstellen kann. Ich bin in erster Linie nach Berlin gekommen, um tatsächlich Dankeschön zu sagen für die große und breite Unterstützung, die wir als Saar-SPD, die ich auch als Spitzenkandidatin in diesem Wahlkampf erfahren habe. Wobei die Unterstützung sich jetzt nicht nur auf ganz wenige Monate einer zugespitzten Wahlkampfsituation erstreckt hat, sondern das ist eine Unterstützung, vielleicht kann man sogar sagen, eher auch ein Gemeinschaftswerk, das jetzt schon seit Jahren auch angelegt ist, die ich als Anke Rehlinger in meiner Funktion als stellvertretende Parteivorsitzende, aber auch in Wahrnehmung der ein oder anderen Aufgabe hier aus dem Willy-Brandt-Haus erfahren darf. Von der Spitze der Partei natürlich ausgehend, von den beiden Parteivorsitzenden, dem Generalsekretär, aber auch den vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die für uns ein bisschen mitgedacht und mitgeholfen haben und uns dort unterstützt haben, wo also eine kleine Landesgeschäftsstelle wie die der Saar-SPD nicht alles abdecken kann. Das ist insofern eine ganz großartige Gemeinschaftsleistung gewesen und das war auch eine meiner Hauptmotivationen, heute Morgen hier sehr, sehr gerne hinzukommen und vor allem einmal Danke dafür, zu sagen, denn das ist damit auch ein gemeinsames Wahlergebnis, das wir hier eingefahren haben, ein großer Wahlerfolg.
Ich bin natürlich aus einem zweiten Grund heute Morgen sehr gerne hierher gekommen, nämlich im Sinne einer, ja in dem Fall ehemaligen Sportlerin, schlicht und ergreifend den Staffelstab weiterzugeben. Wir sind in der Wechselzone, wenn man das so sagen will. Die Landtagswahlen in Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen, sie stehen unmittelbar vor der Tür. Und ich finde, wir haben am gestrigen Abend gezeigt, die SPD, sie ist da. Das Ergebnis der Bundestagswahl, es war keine Eintagsfliege. Und wir können gerade mit Blick jetzt auf die unmittelbar anstehenden Landtagswahlen einen Wechsel herbeiführen. Dazu würde ich gerne die Landesverbände mit unterstützen und will ihnen natürlich die notwendige Kraft mitgeben, die man braucht in solchen Wahlkämpfen. Wir von der SPD, wir wollen für Rückenwind sorgen. Frage geht an wir haben die Chance, dass wir ein gutes Wahljahr 2022 haben werden, denn wir haben die Wahlen im Frühjahr angesprochen, sie sind wichtig, auch im Paket mit unserer Landtagswahl zu sehen, aber es ist ja nicht damit erschöpft, sondern es gibt auch noch eine Landtagswahl in Niedersachsen zu bestreiten und dort werden wir natürlich alles dafür tun, dass ein erfolgreicher Ministerpräsident Stefan Weil wiedergewählt wird. Es gibt sicherlich viele Parallelen auch zu der Herausforderung, die die Transformation im Land Niedersachsen mit sich bringt, ähnlich wie im Saarland. Wir sind ein bisschen kleiner, aber die Herausforderung als solches ist die gleiche. Und deshalb bin ich froh, dass ich die Gelegenheit habe, dann nach der Wiederwahl von Stefan Weil mit ihm zusammen weiterhin an den wichtigen Themen der Transformation zu arbeiten und wir dann anschließend einen guten Schlussstrich unter dieses Wahljahr ziehen können und sagen können, die Sozialdemokratie, sie ist in voller Stärke da. Ich halte das für notwendig angesichts der großen Herausforderungen dieses Landes. Dazu braucht es Haltung. Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten weisen sich dadurch im Besonderen auch aus. Und deshalb nochmal abschließend ein herzliches Dankeschön für den Rückenwind, den wir hatten. Es ist gut, wenn die Bundespolitik bei Landtagswahlkämpfen mit vor Ort ist. Es ist vor allem gut, wenn die Anwesenheit auch hilft. Das kann ich aus saarländischer Sicht auf jeden Fall sagen. Auch ein herzliches Dankeschön an das gute Regierungshandeln. Denn neben der Anwesenheit ist vor allem wichtig, dass es gute Rahmenbedingungen gibt. Olaf Scholz an der Spitze der Bundesregierung hat mit seinen klugen und wichtigen Entscheidungen seinen Beitrag dazu geleistet. Die erste Frage geht an Herrn Rinke, bitte. Danke. Ich hätte zwei Fragen an Frau Rehlinger. Und zwar, wenn die Grünen doch noch ins Parlament einziehen sollten beim endgültigen Wahlergebnis, ist ja extrem knapp. Bleiben Sie dann bei einer SPD-Alleinregierung oder versuchen Sie, die Grünen mit in die Regierung zu holen? Es gab ja auch Vorbilder in anderen Bundesländern, dass man das, auch wenn es arithmetisch nicht nötig ist, trotzdem versucht. Und zweitens zur Energiepolitik. Sie werden ja als Ministerpräsidentin dann möglicherweise andere Positionen beziehen oder auch nicht. Deswegen die Frage, ob Sie beim Thema Verlängerung Laufzeiten Atomkraftwerke oder beim Kohleausstieg für Neujustierungen sind angesichts der Debatte, ob die russischen Energieimporte möglicherweise wegfallen. Danke. Ja, in der Tat, das war ein sehr, sehr knappes Ergebnis, insbesondere für die Grünen im Saarland. Lisa Becker als Spitzenkandidatin hat, wie ich finde, einen sehr, sehr guten Wahlkampf geführt. Im Übrigen will ich auch sagen, auch adressiert an alle Spitzenkandidaten, Kandidatinnen, es war ein sehr fairer Wahlkampf, den wir im Saarland geführt haben. Das macht es natürlich immer auch einfacher, anschlussfähig anschließend zu sein, egal wer in welcher Rolle dort unterwegs ist. Meine Aussage zum Thema Regierungsbildung vor der Wahl war immer die, dass ich gesagt habe, eine stabile Regierung, das ist für mich die Grundvoraussetzung, um die Herausforderungen dieses Landes erfolgreich angehen zu können. Im Moment haben wir eine nicht nur knappe absolute Mehrheit, sondern auch eine mit 29 Mandaten sehr breit getragene Mehrheit. Die würde auch so bleiben, wenn die Grünen jetzt doch nochmal, wenn eventuell eine Nachzählung anstünde. Insofern wird man sich das nochmal angucken müssen, welche Auswirkungen das hat. Mathematisch ändert sich erstmal nichts. Es bleibt immer noch bei einer absoluten Mehrheit, selbst wenn die Grünen jetzt doch noch in den Landtag einzögen. Und ich habe im Zweiten auch immer gesagt, neben den mathematischen Konstellationen ist auch die Frage, wie ist das Vertrauen zueinander und wie ist das Vertrauen auch in die Stabilität des Partners.
Das ist sicherlich bei den Grünen nicht ganz einfach zu beantworten. Nichtsdestotrotz, wenn es ganz knapp würde nochmal mit den Mandaten, muss man sicherlich zu allen Gesprächen bereit sein. Aber im Moment gehe ich davon aus, dass wir uns ans Werk machen, eine Alleinregierung im Saarland auf den Weg zu bringen. Was das Thema Energieversorgung angeht, Energiesicherheit angeht, haben wir ja in den letzten Wochen gelernt, dass manche Gewissheiten, von denen wir glaubten, dass sie unverrückbar sind, nicht mehr ganz so gewiss sind an dieser Stelle. Wir sind als Deutschland ein ja, insbesondere auch Industriestandort, der auf verlässliche Energieversorgung, aber eben genauso auch auf bezahlbare Energie angewiesen ist. Das Gleiche gilt für Verbraucherinnen und Verbraucher. Unsere Idee vom Weg in das Zeitalter der erneuerbaren Energien war ja eine, die über Gas geführt hat. Jetzt müssen wir feststellen, dass das nicht ganz einfach ist, es momentan abzubilden. Die Diversifizierung, die jetzt vorgenommen wird, begrüße ich ganz ausdrücklich. Das ist auch sicherlich sehr klug, das auf diesem Wege auch zu tun, insbesondere dann, wenn sie nochmal auch dazu führt, dass die notwendigen Gaskraftwerke, die ersatzweise installiert werden müssen, auch dann vielleicht nochmal Wasserstoff angebunden sein können. Aber auf der anderen Seite müssen wir auch sehen, dass es vielleicht nicht ganz ausreichend sein wird und deshalb auch nochmal andere Energieformen eine Rolle spielen, von denen wir geglaubt haben, dass wir uns zumindest schneller möglicherweise sogar noch verabschieden könnten, als es sich abgezeichnet hat. Es zeigt sich, dass die Atomkraft nicht die erste Wahl sein könnte, wenn man jetzt nach Alternativen sucht, aus ganz unterschiedlichen Gründen, sodass man gegebenenfalls, wenn die Bedarfe nochmal abgebildet werden müssen, das Thema Kohleverstromung in den Blick nehmen muss. Keine dieser Alternativen ist wirklich angenehm, um das mal deutlich auch zu sagen. Aber keine Versorgungssicherheit in einem Industrieland zu haben, ist noch viel weniger angenehm. Und deshalb wird man sich sicherlich dieser Frage und einer entsprechenden Prüfung nicht verschließen können. Ich habe im Übrigen aber auch den Bundeswirtschaftsminister genau in diesem Sinne auch verstanden, dass alles, was notwendig ist, geprüft wird. Und in dieser Hinsicht hat er auch meine volle Unterstützung. Herr Rödle, bitte. Vielen Dank, Frau Rehlinger. Sie haben vorhin gesagt, dass es auch ein Zeichen für den Wechsel in den anderen Bundesländern sein könnte, haben Sie ja gestern auch getwittert. Was können denn die in Nordrhein-Westfalen oder die in Schleswig-Holstein sich von Ihnen abgucken? Wir haben im Saarland nach meiner Einschätzung mit einem guten Paket überzeugt. Als Landespartei mit eigener Stärke, klarem Profil, der richtigen Themensetzung, aber nicht nur erst Themen im Wahlkampf setzen, sondern natürlich auch deutlich machen, wo man mit Haltung für eine lange Linie auch steht. Wir haben ein gutes Kandidierendenpaket gehabt, ganz unterschiedlich aufgestellt, viele neue Gesichter, aber auch einige bewährte Gesichter. Wir haben einen Plan für die Zukunft entwickelt, der ganz offensichtlich die Saarländerinnen und Saarländer überzeugt hat und vor allem auch die Saarländerinnen und Saarländer dazu gebracht hat, daran zu glauben, dass wir es nicht nur aufschreiben, sondern dass wir auch in der Lage sind, es zu machen. Denn das ist das Entscheidende für ein Land, das vor so großen Herausforderungen steht. Und der dritte Teil dieses Pakets ist natürlich, dass die Rahmenbedingungen des Bundes nun mal deutlich besser sind, als sie noch vor Jahren auch gewesen sind. Eine Bundespartei, die nun in den Umfragen bei rund 15% steht, macht es einem schwer, selbst wenn man als Landesverband noch aus eigener Stärke heraus in der Lage ist, 10% draufzupacken, vor die CDU zu kommen. Das sieht natürlich anders aus, wenn die Bundespartei bei 25% liegt, dann kann man daraus wirklich Stärke und auch Dynamik entwickeln. Und ich glaube, die Dynamik letztendlich hat auch dazu geführt, dass wir in der Lage waren, ja doch ein sehr bemerkenswertes Ergebnis deutlich jenseits der 40% auch zu erreichen. Darf, denn das hast du nicht gesagt, Anke, vielleicht auch aus deiner Bescheidenheit heraus. Wir haben gesehen, dass eine Vize-Ministerpräsidentin, die ein Land auch zumindest als Vize führt, wir haben es schon ein bisschen stärker empfunden, in den letzten Wochen und Monaten auch gezeigt hat, dass auch in den vielen Veränderungen, in denen wir uns befinden, zusätzlich Krisen ja erleben durch Corona, aber auch jetzt durch den Krieg, den mit dem Putin die Ukraine und eigentlich die ganze Welt überzogen hat, dass man da mit Entschlossenheit, aber mit ruhiger Hand und natürlich vor allem mit staatsmännischer oder frauischer Verantwortung reagieren kann, anstatt hektisch zu blinken in Richtung, wer ist jetzt schuld daran, dass es nicht so läuft, wie wir es uns vorstellen. Das ist eben auch ein deutliches Zeichen an Saarländerinnen und Saarländer gewesen und auch an die gesamte Wahlbevölkerung in der Bundesrepublik, dass das Land bei Sozialdemokraten in guten Händen ist. Zwei Plätze weiter zu Frau Böse, bitte.
Frau Esken, da haben Sie schon ein Stichwort genannt. Ich würde gerne diese Gelegenheit nutzen, Sie nach einem Vorschlag des Bundeskanzlers zu fragen. Er hat gestern die Idee einer Raketenabwehr, eines Schirms aufgebracht, ähnlich wie dem israelischen Iron Dome. Sie als SPD-Vorsitzende, unterstützen Sie diesen Vorschlag oder sagen Sie, es ist vielleicht besser, wenn man eine NATO- oder EU-Lösung findet? Ich glaube, beides ist richtig. Es ist wichtig, dass Deutschland jetzt auch unter der Führung unseres Bundeskanzlers Olaf Scholz und natürlich in Abstimmung mit den zuständigen, mit der zuständigen Ministerin zunächst, die Verteidigungsministerin Christine Lambrecht, aber auch mit den Koalitionspartnern, mit uns, mit den Fraktionen, da zu einer Lösung kommt, die eben eine Reaktion auch ist darauf, dass ein Diktator, ein Staatschef, nicht mehr mit diplomatischen Mitteln, überhaupt nicht mehr, sondern mit militärischer Gewalt versucht, seine Politik, seine Interessen, die wir nicht in Gänze nachvollziehen können und die auch nicht durchgängig erkennbar sind, eben durchzusetzen. Und ich glaube, demgegenüber müssen wir uns wappnen, denn da ist eine, sagen wir mal, eine Irrationalität entstanden und auch eine Brutalität, die wir akzeptieren müssen und mit der wir auch umgehen müssen. Und deswegen stehe ich natürlich vollständig hinter der Entscheidung und hinter den Überlegungen von Olaf Scholz und seiner Regierung. Eine Nachfrage, ja. Frau Esken, wenn Sie sagen, Sie stehen so dahinter, sind diese Pläne denn schon fortgeschritten? Weiß man schon, was das kostet? Wie wir uns, also nicht auf den Euro genau, aber wie wir uns das leisten können müssen, womöglich zusätzlich zu den 100 Milliarden Sondervermögen, die der Bundeskanzler ja in der Regierungserklärung schon angekündigt hat? Nein, so weit sind wir bei weitem nicht und da würde ich auch nicht heute gerne anfangen, darüber zu spekulieren. Eine Reihe weiter, genau. Ja, Anna Lehmann von der Taz. Herzlichen Glückwunsch, Frau Rehlinger, zum Wahlsieg. Inwiefern hat Ihnen denn sozusagen der fulminante Abgang von Oskar Lafontaine und das Krachengehen der Linken im Saarland geholfen? 17.000 Wähler von der Linkspartei sind ja zur SPD gegangen. Und eine Frage an Frau Esken. Verändert sich eigentlich das Kräftedreieck in der Ampel dadurch, dass man sozusagen jetzt eine doch gestärkte SPD hat und eine FDP, die mit ihren Forderungen zum Beispiel was für die Autofahrer zu tun, offenbar so keinen Erfolg hatte? Soll ich zuerst? Ja. Ja, Sie haben ja zu Recht die Wählerwanderung angesprochen. Ich will dem aber noch eine zweite Beobachtung hinzufügen, dass wir nämlich auch gleichzeitig in der Lage waren, 33.000 Wählerstimmen von der CDU als Zugewinn bei uns verbuchen zu können. Das ist sicherlich schon bemerkenswert und ich würde einfach mal sagen, dass wenn man uns jetzt nicht dort Beliebigkeit unterstellt, was ich natürlich mit Empörung zurückweisen würde, dass das einfach ein Ausdruck auch dessen ist, dass wir eben als Volkspartei im Saarland sehr breit aufgestellt sind und in der Lage sind, mit diesen Konzepten auch ein sehr breites Bevölkerungsspektrum abzugreifen. Sie haben natürlich recht, die Wählerstimmen waren vorher bei der Linkspartei verortet oder man muss vielleicht auch sagen, bei der Partei, in der Oskar Lafontaine an der Spitze gestanden hat. Sie hat sich ja in den letzten Wochen, Monaten, man kann fast schon sagen, als sehr zerstrittene Partei auch gezeigt. Und er hat seine Entscheidung nun einmal getroffen, wie er sie getroffen hat. Es hat viele Jahre dazu geführt, dass wir vielleicht Mehrheiten, die wir ansonsten schon gehabt hätten, und Regierungen, die wir hätten auch sonst schon vielleicht hätten anführen können, nicht haben konnten. Jetzt haben die Dinge eben besser zusammengepasst. Das gehört sicherlich auch mit zur Analyse dazu. Ich muss aber sagen, ich bin sehr froh, dass wir in der Lage waren, auch die Wählerinnen und Wähler der Linkspartei an uns zu binden, besser als dass man sie sonst wohin verliert oder möglicherweise daraus Nichtwählerinnen und Nichtwähler werden. Die Bundesregierung, ich antworte gerne, die Bundesregierung wird von der SPD angeführt. Das ist bisher so gewesen und das bleibt auch so. Aber die SPD bezieht ihre Stärke nicht daraus, dass sie diese Stärke ausspielt gegenüber den Partnern, sondern dass wir gemeinsam regieren. Und das wird auch so bleiben. Olaf Scholz pflegt einen sehr partnerschaftlichen Führungsstil. Und das ist auch wichtig und notwendig, um eben die Gesamtgesellschaft auch, die in dieser Ampel ihre Regierung gefunden hat, auch abzubilden und deutlich zu machen, wir haben euch alle auf dem Schirm. Und deswegen ist auch dieses Entlastungspaket ein Paket, das die unterschiedlichsten Bevölkerungsgruppen, insbesondere die Schichten der geringen und der mittleren Einkommen, in den Blick nimmt, weil die haben es besonders schwer, jetzt unter den aktuellen Bedingungen, die gestiegenen Energiepreise und daraus folgend auch Lebensmittelpreise und andere Kosten zu tragen. Insofern ein Gesamtpaket, das sich auch sehen lassen kann und mit dem wir vollständig einverstanden sind.
Frau Sievert. Ich hätte auch zwei Fragen. Eine an Sie beide zum Thema Impfpflicht. Es zeichnet sich jetzt ab, dass es keine Mehrheit dafür geben wird. Es sollen diese Woche jetzt Gespräche mit der Union stattfinden. Die Gesundheitsminister treffen sich heute, weil große Unzufriedenheit auch über die Abschaffung der Maßnahmen herrscht. Vielleicht Ihren Blick noch mal auf die Sache und auch Frau Rehlinger, wie das aus Ländersicht gesehen wird. Und dann würde ich gerne noch mal auf die Frage eingehen. Die SPD hatte jetzt den großen Wahlerfolg im Saarland. Für Grüne und FDP sah es jetzt nicht so gut aus. Was bedeutet das denn im Bund für die Ampel? Die Impfpflicht, ich habe mich da ganz klar geäußert. Ich bin der Auffassung, dass wir eine Impfpflicht für alle Bürgerinnen und Bürger ab 18 benötigen, eben um, und zwar schon präventiv und jetzt beginnend, um dann im kommenden Herbst und Winter nicht wieder alle Geschäfte und die Gastronomie und die Kultur und womöglich auch die Schulen schließen zu müssen oder zumindest sie in solches Chaos zu stürzen, wie eben sehr hohe Fallzahlen, Infektionszahlen, die auch bedeuten. Denn jeden Tag gehen zurzeit Hunderttausende von Menschen in Quarantäne. Die fehlen in den Schulen, die fehlen in den Betrieben, die fehlen in den Krankenhäusern. Und deswegen ist Infektionskontrolle, Infektionsschutz weiterhin auch unsere wichtigste Aufgabe, aber präventiv für den kommenden Herbst und Winter eben auch die Impfpflicht. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir mit möglichst vielen Abgeordneten der Unionsfraktionen dort auch zu einer Einigung kommen werden, dass wir mehr Abgeordnete hinter einer solchen allgemeinen Impfpflicht versammeln können, als es bisher der Fall ist. Ich wünsche es mir jedenfalls. Wenn es darum geht, die Vorsichtsmaßnahmen auch weitertragen zu können, so ist die derzeitige Gesetzeslage ja so, dass die Länder in Hotspots solche zusätzlichen Maßnahmen ausrufen können. Einige Länder haben sich dazu bereits geäußert und wir werden sehen, wie die Entwicklung ist, wie auch die Entwicklung der Infektionszahlen jetzt in den nächsten Tagen ist. Ich kann nur raten, dass wir an der Stelle so weit wie möglich einig und ohne großen Streit miteinander vorgehen, denn das ist genau das, was die Bevölkerung an der Stelle gar nicht braucht. Verunsicherung durch politischen Streit brauchen wir an der Stelle gar nicht, sondern wir müssen gemeinsam aufeinander Acht geben, damit wir diese Pandemie auch vollends gemeinsam überwinden können. Ja, ich habe auch große Hoffnung, dass das Thema Impfpflicht noch in Einigkeit auf den Weg gebracht werden kann. Ich halte es letztendlich immer noch für das wirksamste Instrument, um tatsächlich vor die Welle zu kommen, um nicht anschließend, wenn die Welle sich wieder ankündigt, mit einschränkenden Maßnahmen reagieren zu müssen. Da sind wir immer noch nicht gut genug. Die Impfquote auch im Vergleich zu anderen europäischen Ländern. Auch wenn wir jetzt vielleicht in Anführungszeichen, was die Überlastung des Gesundheitssystems durch Erkrankte angeht, in einer einigermaßen stabilen Situation uns befinden, weil eben die Belastungen durch solche, die an Omikron erkrankt sind, nicht ganz so hoch ist, so müssen wir doch immerhin, glaube ich, noch mit einpreisen, dass auch es eine weitere Variante zum Beispiel geben könnte. Und dagegen hilft sicherlich am allerbesten der Impfschutz. Und zum Zweiten sehen wir gerade zumindest mal auch über die Quarantäneregelungen, dass eine Überlastung des Gesundheitssystems auch aus einer anderen Ecke kommen kann, nämlich indem sich ganz viele aus dem Pflegepersonal selbst in Quarantäne auch befinden und damit auch nochmal besondere Schwierigkeiten in der Betreuung der Patientinnen und Patienten auch hervorrufen können. Also es bleibt nach wie vor sinnvoll, das Thema Impfpflicht umzusetzen. Auch die CDU-Ministerpräsidenten haben dazu schon mehrmals Beschluss gefasst in der Konferenz. Sie sind auch oft Landesvorsitzende ihrer Parteien in den Bundesländern. Ich hielt es insofern sehr sinnvoll, dass man nicht auf der einen Seite das eine beschließt und auf der anderen Seite nicht für das andere sorgt. Es wäre jetzt eine gute Gelegenheit, sich auch als Union dort mit einzubringen, konstruktiv und Verantwortung auch zu zeigen. Und mein persönlicher Eindruck ist, auch vom Wahlergebnis her aus meinem kleinen Bundesland aus betrachtet, scheint sich die Linie auch für die FDP nicht wirklich auszuzahlen, wobei das nicht in allererster Linie die Entscheidungsgrundlage sein sollte, sondern wie können wir tatsächlich es schaffen, auch nach so langer Zeit immer noch zu sagen, dass unser Gesundheitssystem nicht in eine Überlastungssituation gekommen ist. Neben der Impfpflicht ist die Frage, was muss man an Instrumentarien noch im Instrumentenkasten haben als Länder, um letztendlich darauf reagieren zu können. Es gibt dazu entsprechende Vorgaben. Es gibt allerdings auch eine sehr, zumindest mal allgemein gehaltene Erwartungshaltung auch, dass es möglich sein muss, das flexibel anwenden zu können.
das, was wir jetzt haben, ist das, was politisch möglich gewesen ist in dieser Koalition. Wenn dem noch mehr hinzugefügt werden könnte an Flexibilität, wäre es sicherlich nicht schlecht. Niemand ergreift gerne irgendwelche einschränkenden Maßnahmen, sondern immer nur dann, wenn sie tatsächlich auch notwendig sind. Man wird aber jetzt auch erstmal sehen müssen, bei den Ersten, die das letztendlich schon auf den Weg jetzt gebracht haben oder sich vorgenommen haben, es auf den Weg zu bringen, ob es ausreicht und dort auch nochmal die entsprechende Wirkung entfaltet. Herr Rinke. Ich habe noch mal zwei Fragen. Eine richtet sich an beide, Frau Esken, Frau Rehlinger. Es gibt eine Diskussion, ob die Bundesregierung das Frühwarnsystem bei der Gasversorgung anrufen sollte. Hintergrund ist natürlich, dass Putin möglicherweise den Gaszufuhr plötzlich stoppen sollte. Also wären Sie dafür, dass man diesen ersten Schritt geht, um vorbereitet zu sein? Und Frau Rehlinger, noch eine Nachfrage zur Landtagswahl, zur Wahlbeteiligung. Können Sie erklären oder haben Sie eine Erklärung dafür, warum die Wahlbeteiligung eigentlich deutlich zurückgegangen ist? Danke. Ich kann für die Bundesregierung ganz klar sagen, dass wir uns auf alle Eventualitäten vorbereiten, dass insbesondere die Diversifizierung bei der Energieversorgung, bei der Gasversorgung jetzt wichtige Schritte sind, dass wir aber auch schauen müssen, wo in welchen Bereichen wird Gas überhaupt gebraucht. Die Appelle von verschiedener Seite, man solle die Heizung ein bisschen runterdrehen und damit sei alles gelöst, gehen völlig an der Sache vorbei, denn Erdgas wird zu weitaus mehr verwendet als nur zum Heizen in Wohnhäusern, was ja hoffentlich demnächst, wenn der Sommer kommt, ohnehin obsolet sein wird. Wir müssen uns aber auch auf den nächsten Herbst und Winter vorbereiten, aber vor allem die Industrie. Die Industrie benötigt Gas. Und zwar nicht ausschließlich, um Hitze damit zu erzeugen, sondern auch für viele Prozesse, die dort mit Erdgas entsprechend unterstützt werden. Deswegen ist es wichtig und kommt es darauf an. Und die Bundesregierung ist da auch auf dem besten Weg, mit dem Wirtschaftsministerium, mit der Bundesnetzagentur die notwendigen Schritte vorzubereiten. Zum Thema Gas, ne? Alles dazu gesagt. Die Wahlbeteiligung, ja, ich glaube, wenn man sich das nochmal über die letzten Landtagswahlen hin anguckt, haben wir eine gewisse Schwankungsbreite, was die Wahlbeteiligung angeht. Beim letzten Mal mit 67%, wenn ich das richtig erinnere, war das eher am oberen Ende dessen, was wir dort in den letzten Jahren erreicht hatten. Wir hatten aber auch, glaube ich, 2012 schon mal eine Situation, da waren wir in einem ähnlichen Bereich, was die Wahlbeteiligung angeht. Ich würde mir es gerne noch mal genau auch an den Zahlen angucken, ob es regionale Unterschiede gibt, ob man daraus etwas ablesen kann. Einen allgemeinen Grundsatz, warum sich das jetzt negativ auf die Wahlbeteiligung ausgewirkt hat, weiß ich nicht. Ob möglicherweise auch die Situation, dass eben ganz viele in Quarantäne sind, auch da eine Rolle gespielt hat. Es gab natürlich rechtliche Möglichkeiten, wie jeder, der auch in Quarantäne war, noch eine Briefwahl auch abgeben konnte bis zum letzten Tag hin. Ob davon letztendlich dann aber auch alle Gebrauch gemacht haben, ob sie alle gekannt haben, das weiß ich nicht. Wäre zumindest mal eine aus einer aktuellen Situation heraus abgeleiteter möglicher Erklärungsansatz, der aber wahrscheinlich nicht alleine taugt, sondern da wird man sich im Detail nochmal angucken müssen, was daneben auch vielleicht noch dazu geführt hat, dass die Wahlbeteiligung nach unten gegangen ist. Ein bisschen hat es, vielleicht darf ich das noch sagen, auch etwas damit zu tun, wenn ich das richtig erinnere, dass auch ein Teil der CDU-Wähler, die wir jetzt noch nicht ganz abschließend begeistern konnten, was wir uns aber natürlich für die Zukunft vorgenommen haben, in den Bereich der Nichtwähler abgewandert ist. Auch da sehen wir noch ein gutes Potenzial, auch für die Wahl dann in 5 Jahren. Frau Lehmann hat. Ich hätte noch eine Nachfrage zum Infektionsschutzgesetz, Frau Rehlinger. Kann man Ihre Äußerung, mehr Flexibilität zu verstehen, dass Sie sich wünschen, dass die Hotspots-Regelung deutlich großzügiger gefasst wird und dass Sie auch die Möglichkeit haben, als Land sozusagen Maßnahmen wie Maskenpflicht, Testpflicht und so weiter zu verhängen, selbst wenn das Gesundheitswesen jetzt nicht gerade an der Belastungsgrenze ist? Also ich glaube, wir sollten jetzt erstmal abwarten, ob das so funktioniert, wie es jetzt ist. Denn wir haben ja auch schon gelernt, es nützt ja nichts, die liberalste aller rechtlichen Möglichkeiten auf dem Papier zu haben, wenn sie vor Gericht nicht standhalten kann. Also das, glaube ich, muss man immer noch mal mitbedenken. Zweitens, jetzt muss man sehen, wie es in der Praxis funktioniert. Ansonsten ist es tatsächlich jetzt erst einmal der eher grundsätzliche Wunsch zu sagen, dass man natürlich am besten vor Ort flexibel entscheiden können muss. Eine Gesamtüberlastung des Gesundheitssystems in einem gesamten Bereich, wo es dann auch keine Verweisungsmöglichkeiten mehr auf einen Nachbarlandkreis gibt und. Das sind schon sehr hohe Hürden, um tatsächlich das Instrumentarium auch zum Einsatz zu bringen. Ob sie zu hoch sind, das werden wir jetzt noch mal sehen, aber ich glaube, das sollten wir tatsächlich kritisch im Auge behalten.
Ich sehe keine weiteren Fragen. Damit danke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Dankeschön. Vor Jahren gesagt haben, das wird ja alles ganz langweilig. Die haben wir ein bisschen Lüge gestraft.